Heute wollen wir uns die Übungsbeispiele zum quadratischen Ergänzen anschauen. Wir fangen gleich mit dem ersten Beispiel an. x² plus 4x plus 7 ist gleich. Wir fangen an mit einem x und dann kommt ein Plus. Und x mal 2 sind 2x. Wir wollen auf 4x, das heißt, mir fehlt noch einmal 2. Deswegen schreibe ich hier einen Zweier her. Und das Ganze muss quadriert werden. Wenn ich jetzt 2 zum Quadrat rechne, als dritten Term kommt mir 4 raus. Plus 4, ich will aber auf plus 7, somit fehlt mir da noch ein plus 3, um auf dieses vollständige Quadrat zu ergänzen. Nächstes Beispiel, das zweite Beispiel. x² minus 8x minus 2 ist gleich. Wir wollen das Ganze wieder zu einer binomischen Formel machen. Vorne steht mein x², das heißt, ich werde ein x brauchen. Jetzt allerdings ein Minus, weil ja der zweite Term negativ ist. Dann habe ich 2 mal x ist 2x. 2x mal 4 sind 8x, die ich hier haben will, minus 8x. Und dann mache ich die binomische Formel zu, Quadrat noch drauf. Überleg mir, um auf den dritten Term minus 2 zu kommen, was kommt da raus? Wenn ich minus 4 quadriere, sind plus 16. Ich will aber auf minus 2, das heißt, ich muss die 16 abziehen und dann nochmal 2 zusätzlich, um auf minus 2 zu kommen. Das heißt, ich ziehe da minus 18 ab. Drittes Beispiel, x² plus 12x plus 3. Wieder dasselbe Spiel wie vorher. Ich beginne mit einem x, weil da steht ja ein x². Und dann habe ich ein Plus, deswegen schreibe ich da mal ein Plus. 2 mal x sind 2x und wir wollen aber auf 12x, das heißt, da fehlt ein mal 6. Deswegen schreibe ich hier einen Sechser her. Das Ganze wird quadriert, weil es eine binomische Formel ist. Und dann schauen wir uns an, 6 zum Quadrat sind 36. Ich will von 36 auf plus 3 runter, deswegen muss ich 33 abziehen. Schreibe ich da ein minus 33 her und habe quadratisch ergänzt. Ihr könnt natürlich jederzeit auch die Probe machen. Ja, gerade am Anfang ist es ein bisschen schwieriger, das quadratische Ergänzen. Könnt dann sowas ausrechnen, um zu schauen, ob das wirklich mit dem übereinstimmt. So, dann schauen wir uns das vierte Beispiel an. Das vierte Beispiel ist 4x zum Quadrat minus 12x minus 9 ist gleich. 4 ist Gott sei Dank eine Quadratzahl, das heißt, dieses 4x² gar kein Problem. Können wir einfach 2x schreiben. Dann brauche ich ein Minus, weil ja da vorne ein Minus steht, vor dem minus 12x. 2 mal 2x sind 4x und ich will aber von 4x auf 12x, das heißt, ich multipliziere das Ganze mit 3, deswegen schreibe ich hier einen Dreier her, binomische Formel zu, Quadrat nicht vergessen und dann habe ich hier ein minus 3. Minus 3 zum Quadrat ergibt plus 9, ganz wichtig auf das Vorzeichen achten, also wir bekommen da plus 9 raus, wir wollen aber auf minus 9. Ich ziehe also 9 ab, um auf 0 zu kommen und nochmal 9, um auf minus 9 zu kommen. Sprich, ich muss einfach minus 18 abziehen, dass sich das Ganze ausgeht, dass wirklich die beiden Seiten gleich sind. Und jetzt schauen wir uns noch das fünfte, das letzte Beispiel für heute an, für das heutige Übungsvideo. 3x zum Quadrat minus 8x plus 36 ist gleich. Bevor wir da jetzt anfangen, schon mit der binomischen Formel, müssen wir uns überlegen, was wir machen, weil 3x², dieser Dreier ist keine Quadratzahl, deshalb würde ich versuchen, den Dreier herauszuheben. Machen wir das mal und schauen, was dann da steht. 3 mal x zum Quadrat minus 9x, nein, 6x, Entschuldigung, 6x bleibt da noch übrig und wenn man den 12 dividiert durch 3, 36 dividiert durch 3 sind 12, da war ich wieder mal zu schnell. Okay, das heißt, wir haben jetzt 3 mal und konzentrieren uns nur noch auf diese Klammer, weil wir wollen jetzt diesen Ausdruck hier quadratisch ergänzen. Theoretisch könnte man das auch in einer Nebenrechnung machen, ich werde das aber gleich on the fly alles mitnehmen und gleich so machen. Schauen wir mal, in unsere binomische Formel kommt jetzt rein ein x auf jeden Fall. Ja, ich habe hier x², das ich reproduzieren muss. Dann ein Minus definitiv, weil ich hier ein Minus habe. 2 mal x sind 2x. Ich will von 2x auf 6x kommen. Deswegen fehlt mir ein Dreier. Dann ein Quadrat drumherum, weil das ja eine binomische Formel ist. Das schauen wir uns noch an. Minus 3 zum Quadrat ergibt dann plus 9.
Wir wollen aber auf plus 12, das heißt, ich muss noch ein plus 3 dazugeben, um von den 9 auf 12 zu kommen. Da mache ich die Klammer zu. Also das, was ich jetzt in grün geschrieben habe, war der Ausdruck in der ersten Klammer. Da haben wir quadratisch ergänzt und das Blaue ist das außerhalb, wo ich quasi nichts gemacht habe. Da habe ich nur vorher herausgehoben. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ausmultiplizieren, zumindest so semi, so halb. Ich lasse die binomische Formel, lasse ich so stehen. Und das 3 mal 3, ja, Distributivgesetz nicht vergessen, das ist 3 mal 3 rechne ich schon aus. Das sind ja plus 9. Das heißt, ich schreibe da noch ein plus 9 dazu. Also 3x zum Quadrat minus 18x plus 36 ist gleich 3 mal, Klammer auf, x minus 3 zum Quadrat plus 9. Das war's mit dem Übungsvideo mit dem quadratischen Ergänzen. Das quadratische Ergänzen ist so ein bisschen eine Spielerei, aber in den nächsten Videos wird uns das öfter begegnen. Mit dem quadratischen Ergänzen zeige ich euch ein bisschen was. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Und jetzt wie immer.